Ich möchte einen kleinen Einblick geben hinter die Kulissen, wie das LiveView-Programming arbeitet, wie es interagiert mit dem Browser, was auf dem Server passiert. Das ist das, was durch Java gestartet wird. Und wie die Interaktion mit dem Browser ist, wie da Sachen rübergeschickt werden, was da getan wird. Das gucken wir uns jetzt mal an. Hier sieht man, das ist das GitHub-Repository. Das kann sich jeder runterladen, sich auch an der Entwicklung beteiligen. Das ist auch in beständiger Arbeit. Also nicht wundern, wenn da Sachen ein bisschen anders aussehen als jetzt, aber das Grundprinzip bleibt gleich. Was ich hier schon mal gemacht habe, ich habe hier die JShell geöffnet und das LiveView Programming gestartet, das Java-Programm, und darin dann den Clerk View. Und der aktiviert dann einen Server auf dem Rechner, der ist in diesem LVP drin programmiert. Und die Seite, die Webseite dazu habe ich dann aufgemacht. Also das ist ja der Teil, der jetzt die ganzen Views empfängt, die ganzen Daten empfängt, was anzeigen kann. Schauen wir uns mal gerade an. Das sieht hier leer aus, ist es aber nicht. Wenn man ein wenig Ahnung hat von der Webtechnologie, dann weiß man, dass dahinter ein HTML steht. Das ist eine bestimmte Auszeichnungssprache. Und das kann man sich mit Hilfe der Tools, der Entwicklertools hier anschauen. Und da gucken wir mal gerade rein. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, hier oben das HTML-Tag. Da unten hört es auf, dann haben wir den Head-Bereich, das ist der hier, und den Body-Bereich. Und wenn ich hier drüber wandere, dann sieht man auf der linken Seite in diesem Entwicklermodus, welche Gebiete das sind dort in dem Browserfenster, wo ich mich da aufhalte. Woher kommt das hier alles? Wenn wir das LiveView-Programming gestartet haben mit dem Clerk, also diesen Server gestartet haben, dann wird eine bestimmte Datei rüber geschickt. Nämlich hier aus dem Webverzeichnis, hoppa, sehen wir, gibt es die index.html-Datei. Die wird rüber geschickt an den Browser und das ist alles. Und von dort aus entwickeln wir dann alles Weitere. Wir haben also einen Minimalkernel noch rüber geschickt an den Browser. Dazu kommt jetzt gleich noch ein JavaScript, komme ich gleich noch drauf zurück, das dann alles Weitere nachladen kann. Wenn man das mal vergleicht, dann sieht man hier wieder HTML und so weiter unten, dann gibt es den Head und den Body. Und wenn man genauer hinschaut, dann sieht man das exakt das, was hier steht in dieser Datei. Das ist also rübergeschickt worden. Beim Body sieht man auch die zwei Divs, das Event hier, entsprechend auch hier das Event, dann diese ID Load Message, hier auch. Und dann sieht man hier einen iframe, den hat offenbar, das sieht man hier, Source Chrome Extension, hat eine Extension, eine Chrome-Erweiterung hier einfach eingefügt. Damit haben wir nichts zu tun. Das liegt jetzt außerhalb unserer Verantwortung, dass das hier mit reingewandert ist. Was wichtig ist, ist noch diese Seite hier, dieser Aspekt hier, WebScript.js. Da steckt das Programm, das JavaScript-Programm, was im Browser die Daten von dem Server empfängt. Man denkt ja in der Regel mit Server-Client, das müssen zwei verschiedene Rechner sein, die weit auseinander sind. Nein, das kann man auch auf einer Maschine alles machen. Damit ist die Übertragung natürlich nicht über das Internet mehr, sondern es wird kurz geschlossen über das Betriebssystem. Gucken wir uns auch hier das mal an, das Script. Das wird also zur Verfügung gestellt. Hier gibt es so ein Setup, was das so alles kann. Das empfängt bestimmte Befehle, die wir vom Server aus rüberschicken und verändert dann entsprechend das, was im Browser da vorhanden ist und geladen wird. Wir schauen uns das jetzt mal an, wenn wir hier was tun. Wir achten also nochmal drauf, was wir hier alles sehen. Clerk CSS, das sind also die Style Sheets, Markdown, sonst gibt es nur das Script.js und sonst nichts. Wir nehmen also unseren Clerk und machen mit Markdown dieses Hello World. Hello, wir machen das mal auf Deutsch. So, das setzen wir jetzt ab und schwuppsdiwupps. Der Server sendet Daten an den Client, an den Browser. Wir sehen das hier, das ist jetzt erschienen. Und jetzt können wir auch feststellen, dass sich hier einiges geändert hat.
Nämlich, wenn wir jetzt mal ein bisschen suchen, hier im Body, aha, da ist das drin, gibt es jetzt diesen Teil, der dazugekommen ist und da versteckt sich unsere Nachricht Hello World. Die wurde ja rübergeschickt im Markdown-Format, also muss es jetzt irgendwo auch ein Skript geben, was das Markdown beherrscht, also JavaScript. Wir haben jetzt also diese Übersetzung von Markdown in den HTML-Code, den der Browser darstellen kann. Den realisieren wir hier auf dem Browser. Dafür gibt es jetzt also ein Skript, was hier geladen wurde. Der Code dafür, der Markdown-Code und dann noch zum Highlighten, wenn man zum Beispiel Code-Highlighting haben möchte. Das ist jetzt also nachgeladen worden. Das ist Teil, den Teil sieht man nicht, dieses Skripttext, das kann man nicht sehen, das ist unsichtbar. Aber der Teil ist jetzt neu dazugekommen. Wenn wir zum Beispiel jetzt wieder auf unsere Turtle kommen, Turtle, T gleich New Turtle. Wieder wird irgendetwas passieren. Wir haben also jetzt Daten rübergeschickt und auch Bescheid gesagt, na, wir wollen jetzt eine Turtle haben, also initialisiere bitte auf der JavaScript-Seite im Browser das Programm, um Turtles zeichnen zu können, also eine Turtle-Grafik anlegen zu können. Das ist jetzt hier und dann werden wir auch hier etwas Neues finden, nämlich dieses Tag. Hier ist so ein sogenannter Canvas, das ist diese Zeichenfläche. Da können wir jetzt nichts weiter erkennen, da wird jetzt nicht Neues hier hingeschrieben, sondern diese Canvas enthält selber das Wissen darum, was jetzt gezeichnet wird. Haben wir also wieder dieses T, Forward 100. Wird das rübergeschickt, wir sehen das schon. Der Strich ist hier gemalt, das hat aber nicht mehr zu irgendwelchen Änderungen geführt. Auch wenn wir ein T Reset machen, wird es überhaupt nichts ändern. Das ist alles hier leer. Das steckt alles hier in dieser Canvas drin, die sich nicht mehr weiter ausklappen lässt. Das ist sozusagen hier nur in der Anzeige sichtbar, aber in dieser HTML-Darstellung unsichtbar, was das Objekt im Hintergrund da alles macht. Was wir noch machen können, wir können so einen Clerk aufräumen. Wir können hier ein Clear machen. Guck mal wieder, was passiert. Das Clerk Clear sorgt dafür, dass wir diesen ganzen Bereich hier aufräumen. Die Sachen sind jetzt alle wieder verschwunden aus dem Body. Wir können jetzt den Text Hello Welt, Hello World nicht mehr sehen. Dafür sind aber die ganzen Skripte hier geblieben. Die Annahme ist, wenn ich cleare, will ich vermutlich mit diesen Skripten weiterarbeiten. Es macht nicht so viel Sinn, sie auch hier rauszulöschen und dann beim nächsten Mal wieder nachzuladen. Das heißt, der Teil bleibt drin. Das kann man daran erkennen, dass hier dieses in dieser Class das persistent ist. Also es soll dauerhaft erhalten bleiben auf der Client-Seite. Und darum bleibt es, das ist unser kleines Programm, was hier alles wegsortiert aus dem Body, was eben nicht diesen persistent-Tag hat. Das mag mal genügen als so eine kleine Idee, wie das Wechselspiel hier funktioniert. Und wer mag, sei nochmal gerne aufgefordert, hier beim LiveView Programming in diesem GitHub Repository sich das mal anzuschauen. Zum Beispiel auch den Server. Und man wird feststellen, das ist gar nicht so viel Code. Das sind im Augenblick hier gerade mal 230 Zeilen Code. Hier ist das Clerk Interface, wo wir eben das Markdown hier verwendet haben. Das sieht man hier. Dann kann man noch erkennen, dass wir Views haben. Da ist unsere Markdown-View, da ist auch der Code, der dann rüber geschickt wird. Hier sehen wir es, Markdown-It, das minifyte JavaScript. Oder wir haben hier die Turtle, hier ist der Code, der Java-seitige Code für die Turtle. Und dann noch der JavaScript-seitige Code, um in die Canvas dann was hineinzuzeichnen. Und hier nochmal zurück. Dann gibt es noch ein paar andere Views und hier noch einige Skills, die zur Verarbeitung da sind. Hier steht im Augenblick nur so ein bisschen Dokumentation drin. Und das ist all das, was wir eben besprochen haben, was darüber wandert auf die andere Seite im Browser, sozusagen unsere Startkonfiguration.
Hier dann unser eigentliches LVP und noch das Demo-Programm. So, jetzt verklicke ich mich hier. Das Logo, was im Grunde hier zu Demo-Zwecken immer da ist. Da sieht man die Turtle-Programmierung. Ein Dokument, was so einige Fähigkeiten vom Live-View-Programming zeigt. Und würde man sich dazu jetzt auch wieder anschauen wollen, wo ist mein Fensterchen dazu hin? Ich werde es nochmal nach vorne holen. Upsa. Dann kann man jetzt sehen, da steht jetzt einiges mehr, als man das vorher hatte. Hier kann man jetzt so systematisch durchgehen. Fangen wir mal oben an, dass das hier irgendwo geht es los mit dem, dass das Turtle Programming hier, dass dieser Bereich ist. Da kommt irgendwann die Tabelle, die da steht. Wir sind jetzt weiter unten schon gelandet. Dort der ganze Code. Das steckt also jetzt hier alles drin. Wenn man das aufklappt, kann man das alles finden. Na, kommen wir hier auf irgendwas Interessantes. So viel möge als Demo genügen. Das ist das hier. Hier sieht man noch diese Interaktivität. Die ist jetzt ein bisschen kritisch. Wenn ich den Entwicklermodus anhabe, dann fängt die an. Hoppsa, dann, was ist das denn hier? Dann bricht das leichter. Komm her, irgendwie fluppt das hier gar nicht. So, da kann man sehen, eigentlich wollte ich das hier ziehen. Aber es gibt hier Laufzeitprobleme, gerade wenn die Entwicklersicht da ist, dann steigt mir das manchmal aus. Das ist noch etwas, was wir beheben müssen. Aber so kann man einen guten Zugang dazu kriegen, wie das Live-View-Programming funktioniert, wie auf der einen Seite hier, dort, wo wir unseren Server laufen haben, mit dem wir interagieren, wenn wir eine Turtle zum Beispiel aufsetzen, und wie das im Browser hier dann ankommt. Und mit dem Entwicklermodus kann man sich sehr gut anschauen, was dann auf dieser Seite passiert. So viel dazu.